Moin Leute, ich will euch heute mal zeigen, wie ich mir relativ einfachen Zonker binde. Ich habe hier einen Streamer-Haken, viermal lang, schon mit einer Grundwicklung versehen, 6-0er Bindefaden und habe als erstes hier ein Stück von einem Zonker-Stripe vorbereitet und das habe ich ungefähr in der Länge gewählt, dass ich es hier vorne beim Hakenhör einbinden kann und es ungefähr 1 cm rüber steht. Diese Stelle sichere ich dann immer mit einem bisschen Bindelack, damit das nicht aufreißt an der Stelle oder verrutscht. Als nächstes binde ich dann das Körpermaterial ein. Das ist hier so ein glitzernder Dubbing-Strang. Er lässt sich sehr gut verarbeiten. Den binde ich hier hinten einfach fest ein. Und gehen dann mit dem Bindefaden so weit nach vorne, wo ich das Material dann einbinden will. Als nächstes forme ich dann den Körper vorsichtig. Könnt jetzt zum Beispiel hier auch noch eine Lage Blei einbinden, wenn man den Köder noch schwerer haben möchte. Und fange ihn dann hier vorne ab. Und kann dann schon im nächsten Schritt jetzt hier den Zonker-Stripe im Kopfbereich einbinden. Achte mal darauf, dass der möglichst eng am Körper liegt. So, jetzt können schon die Augen eingebunden werden. Das sind ganz normale Kettenaugen. Das Ganze sichere ich jetzt wieder mit ein bisschen Bindelack. Einmal die Augen selbst, dass sie sich nicht verdrehen, aber auch der eingebundene Zonker-Stripe wird so nochmal gesichert. Um den Kopf noch ein bisschen zu formen, nehme ich wieder einen Zonker-Stripe. Dafür spleiße ich den Faden jetzt erstmal auf hier. Und tue jetzt hier in diese Schlaufe das Material vom Zonker Stripe, welches ich abgeschnitten habe und hier in so eine Klammer reingefüllt habe. Und das wird jetzt einfach hier reingenommen. Jetzt kann man das noch ein bisschen vorsichtig in die Länge bringen oder auf die richtige Höhe. Und verdrallt das Ganze einfach. Dreh dann hier den Bobbin. Und lass ihn hier auf den Finger laufen. Wenn das Material gut verdrallt ist, binde ich es einfach hinter den Augen ein und während ich es einwinde, ziehe ich es immer nach hinten, dass es dann schön nach hinten absteht. So, den Abschlussknoten und ein bisschen Bindelack und schon ist er fertig.
der einfache Zonker.